Was mache ich als erstes, wenn ich den Rentenbescheid erhalten habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Was machen Sie eigentlich als erstes, wenn Sie Ihren Rentenbescheid erhalten haben? Den Rentenbescheid erhalten Sie ja immer mit einem Briefumschlag. Und diesen Briefumschlag nehmen Sie und schreiben Sie bitte irgendwo erkennbar drauf, wann Sie den Rentenbescheid erhalten haben. Bitte schreiben Sie niemals auf dem Originalrentenbescheid irgendetwas drauf, sondern wenn Sie Informationen auf den Rentenbescheid schreiben wollen, dann machen Sie sich bitte von dem Rentenbescheid eine Kopie und dann können Sie dort auf dem Rentenbescheid irgendetwas eintragen. Wenn Sie den Rentenbescheid dann erhalten haben und sich eine Kopie gemacht haben, dann nehmen Sie bitte die Kopie und legen Sie diese Kopie des Rentenbescheides neben ein leeres Blatt Papier. Dann nehmen Sie sich einfach den Rentenbescheid, zum Beispiel die Seite 1, ja, und gucken sich das einfach mal in Ruhe an und machen sich wie eine Art Kontrollliste, damit Sie sozusagen immer wissen, was zu tun ist. Und als allererstes, was Sie auf diese Kontroll- und Checkliste draufschreiben, vielleicht groß mit Achtung, Widerspruchsfrist, Widerspruch einlegen, Frist läuft ab zu dem und dem Datum. Wenn Sie den Rentenbescheid bekommen haben, haben Sie einen Monat Widerspruchsfrist. Wenn Sie das gemacht haben, wie gesagt, Seite 1 gucken und dann geht's los. Und dann machen Sie Folgendes. Dann lesen Sie sich den Rentenbescheid einfach in Ruhe durch und überall da, wo Sie etwas nicht verstehen oder wo Sie Zweifel haben, machen Sie sich bitte eine Nummer, eine Ziffer, schreiben Sie daran. Ja? Also hier zum Beispiel bei der Rentenhöhe machen Sie hier rechts dran eine Ziffer 1 zum Beispiel oder Ziffer 2. Und diese Ziffer nehmen Sie und schreiben Sie wieder auf das Blatt Papier drauf. Ich habe jetzt hier also zum Beispiel erstens Widerspruch, zweitens Rentenhöhe. Und dann haben Sie das sozusagen auf diesem Blatt Papier auf Ihrer Checkliste stehen. Und so arbeiten Sie sich in Ruhe durch den ganzen Rentenbescheid durch. Bitte nicht die Anlagen, sondern einfach erstmal nur durch den Rentenbescheid durcharbeiten. Und überall da, wo Sie etwas nicht verstehen, was Ihnen auch nicht verständlich ist, einfach die Ziffer dran machen und hier auf die Checkliste schreiben. Das ist für Sie sozusagen der Beginn Ihrer eigenen Prüfung. Auch wenn irgendwas banal ist oder sinnlos ist, einfach aufschreiben. Und als zweiten Schritt gucken Sie bitte einfach mal in Ihre Unterlagen rein. Also Lohnbescheinigung, SV-Meldung, die SV-Bücher der ehemaligen DDR. Überall da, wo Sie Nachweise haben zu bestimmten Berufsausbildungsschritten, Schulausbildung, Hochschule, Fachschule, dort holen Sie sich die Zeugnisse raus und gucken Sie einfach dort mal rein und vergleichen Sie mal, was im Rentenbescheid dort steht an den Daten und ob das so, ich sag mal, grob übereinstimmt mit dem, was Sie an Informationen haben. Ich habe Ihnen mal hier so eine ganz kleine Checkliste fertig gemacht, was wir hier in der Praxis empfehlen an Prüfschritten. Stimmt das Datum des Rentenbeginns? Ja, also hier steht 1.4.2020. Ist das überhaupt das Datum, was Sie, also wo die Rente beginnen sollte? Stimmt denn eigentlich der Name, Ihr Name mit dem überein, was im Rentenbescheid drin steht? Sie werden jetzt lachen und werden sagen, na, was soll das? Manchmal steht da auch nicht Herr Peter Knöppel drin, sondern steht da drin auf einmal Frau Petra Knöppel. Das haben wir alles schon erlebt. Also da auch aufpassen. Oder wenn Sie zum Beispiel wissen, dass Sie zum 1.9.2020 in Rente gehen und Sie bekommen den Rentenbescheid jetzt, dann schreiben Sie bitte in die Checkliste rein, Achtung, Kündigungsfrist beachten. Arbeitsverhältnis, ganz wichtig, dass Ihnen das nicht durch die Lappen geht, nicht, dass Sie dann auf einmal dastehen und der Arbeitgeber sagt, du hast nicht gekündigt, jetzt musst du weiterarbeiten. Oder Sie prüfen zum Beispiel, ob von der Altersrente gesetzliche Abzüge abgehen, Krankenversicherung, Pflegeversicherungsbeiträge oder ob Sie den beantragten Beitragszuschuss erhalten haben. Und all das schreiben Sie einfach mal so ein bisschen auf und gucken sich das in Ruhe an. Und dann werden Sie sehen, dass Sie hier eine saubere und nachvollziehbare Prüfliste für sich haben, eine Arbeitsliste, die Sie abarbeiten können. Und Sie dann an dem Punkt nicht mehr weiterkommen, dass Sie sich bestimmte Dinge überhaupt nicht mehr erklären können, dann haben Sie mit dieser Prüfliste die Möglichkeit, innerhalb der Widerspruchsfrist sich schnell anwaltlichen Rat oder einen spezialisierten Rentenberater zur Seite nehmen können, der dann Ihre Fragen nochmal in einer Extraberatung bearbeiten kann und auch beantworten kann. Mit dieser Vorgehensweise stellen Sie unbedingt sicher, dass Ihnen nichts in Anführungsstrichen durch die Lappen gehen kann. Sie können damit nichts vergessen, was Ihnen auch im Hinblick auf Ihren Rentenbescheid sehr, sehr wichtig sein könnte. Für den Fall, dass Ihnen das alles zu kompliziert ist, nehmen Sie sich bitte professionellen Rat
Oder Sie nutzen gleich unsere Angebote zur Rentenbescheidsprüfung auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen mit Ihrem Rentenbescheid eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.